mal das aufessen. Verstanden, Bumpo? Scheiße! Was wir gefunden haben! Ist das was wert? Ich hab's gefunden! Gib schon her, Bumpo. Vielleicht ist das etwas, das uns alle nützen kann. Wacko, gerne schafft doch. Aber vorsichtig. Bei der Bilderschinderei. Stimmt's, Chicky? Darauf kannst du wetten. Jeden Tag klappt es nicht so super. Hui, hören! Rote Mörchen! Zurück, du Kirschlauch! Zuerst resultiert, dann wird aufgeteilt. Gute Arbeit, Marco, Chicky. Hat euch jemand gesehen? Ist euch jemand gefolgt? Nein, das Zeug hat gerade niemand bewacht. Wir haben es einem reichen Händler gegrapscht. Aber mit dem Sack über den Markt gehen, das war nicht ganz ohne. Ein paar haben uns angestarrt. Marco hat gestohlen, probieren wir nicht. Gewalt, die Klappe! Such dir selber was zu essen. Wenn dir nicht passt, will ich das Essen besorgen. Bäh! Blöder Wacko spricht nur Gacko. Streifen bringt nichts. Ruf die anderen zum Essen. Jeder soll seinen gerechten Anteil kriegen. Schon wieder Gemüse! Was heißt denn bei den Ohren heraus? Andernimm, meine Schöne. Das nächste Mal besorgt etwas Besseres. Fleisch. Du bist so gut zu mir. Fleisch, ich brauche richtig Fleisch für meine Zähne. Ja, Fleisch! Fettiges, saftiges Fleisch! Ein fettes Schweinchen! Ein saftiges Hühnchen! Hui, hui, hui! Also gut. Okay. Wie du willst. Du bist für die nächste Mahlzeit verantwortlich. Und zwar Fleisch. Verstanden? Nein, nein, sag es nicht gemeint. Gemüse ist wunderbar, besonders in einem Döll. Amelie, meine Schöne. Wenn du willst, sagst, Candido, nach Zuckerwäsche. Hey, ich bin dabei. Wir holen uns Fleisch. Ich kenne da eine Bude auf dem Markt. Da kann man bequem von hinten einsteigen. Da gibt es jede Menge Hühner und Gänse. Und wenn die Leute was merken, sind wir längst weg. Na, ich gehe mit. Ich bin stark. Da traut sich keiner an die Plan. Und wenn sie euch erwischen und dann auswetschen wie eine Zitrone und ihr verratet unser Paradies hier, dann kommen sie und verjagen uns. Oder schlimmer, sie sperren uns ein. Nein, keine Antwort. Bitte. Wir müssen von etwas leben, klar. Aber wir wenden keine Gewalt an. Wacko und Chicky sind geschickt und flink. Auf die können wir uns verlassen. Wie wäre es, wenn wir einmal versuchen, eine Arbeit zu kriegen? Dann müssen wir nicht immer stehen. Ich bin deiner Meinung, Christa. Aber wer gibt uns Arbeit? Arbeiten? Sehe ich nach Arbeiten aus? Niemals, mein Zuckerbärchen. Arbeiten? Nur soll arbeiten. Oh, ist Arbeit für Murk. Na Murk, auch schon da. Hast du wieder nachdenken müssen? Nachdenken? Ja, Murk hat nachdenken müssen. Worüber denn? Warum dein Mund ein Loch ist? Wie viele Löcher du sonst noch hast? Erzähl es uns, Herr Philosoph. Schluss jetzt! Für jeden einen Apfel und eine Möhre zum Abendessen. Der Rest kommt in den Keller. Marco, die Hand, hält bitte aus.